Hallo erstmal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind angekommen, also wollen wir mal 1, 2, 3 Gummibärchen weitermachen. Oh, hier war noch ein XP-Schild da hinten, oder was ist da? Jo, das werden wir gleich mal machen, ne? Das nehmen wir noch mit, das XP-Schildchen. So viel Zeit muss sein, bevor wir El Camino hier machen, den letzten. Ist das der letzte? Nö, der war noch genug, glaube ich, ne? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Sind vorbeigefahren, echt? Ach, da hinten groß genug. Okay. So, mal wieder richtig hinsetzen. So, bin gespannt, was als nächstes kommt. So, das kann weg. Und Action. Erstes Gefecht. Oh, wir haben aber noch genug zu tun, ne? Ah, okay, mal sehen, ob wir zwei schaffen in der Folge. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. 120.000 Punkte brauchen wir für 3 Sterne. Nur heute Abend ein neuer Herausforderer. Mhm. Und der hat das Publikum mit deinen Moves. Okay, ja, ich weiß zwar nicht was oder wie. Esso! Jetzt siehst du aus wie ein echter Krieger im Ring. Uah. Denk dran, verrate nie deinen echten Namen. Wenn du die Maske trägst, bist du Toro Loco. Und sprich auch nicht, das macht der Ansager. Alles andere ist startklar. Steig in dein Auto! Okay, dann halten wir die Klappe. So, was müssen wir machen? El Combate fängt gleich an! Es gibt einen Herausforderer! Dieses Frischfleisch ist von El Campeón gesponsert! Kann dieser neue Kämpfer das Erbe verteidigen? Oder wird das eine Niederlage? Bei dieser Qualifikation kannst du zeigen, was du drauf hast. Leg ein paar Sprünge hin, leg dem Tod ins Auge. Du weißt schon, mach dein Ding. Sollte nicht zu schwer sein. Psst, nicht reden! Ach, da ist eine Schrampe gewesen, glaube ich. Also, müssen wir hier, können wir das Gelände verlassen, oder? Hab hier keine Ahnung, okay. Okay, da gibt's eine Rampe. Oh. Ja, war schon richtig. Oh, das wird schwer. Oh, das ist ein harter Baum, okay. Ich weiß auch echt nicht, was wir hier machen sollen. Ja, Stuntsprünge, ja, aber... Ich check das bestimmt wieder nicht, was wir machen sollen. Okay.
geht ja auch wieder auf Zeit hier, ne? Aber klar. Gescheiter. Eine Leistung von El Toro Loco. Können wir noch so einiges erwarten? Dieser Teil ist beendet und Toro Loco steht die Qualifizierungsrunde für das Stadion bevor. Oh, oh. Okay, dann machen wir ein bisschen einstellen, ist mir klar. Ja, ja. Bei 60.000 Punkte. Fortsetzen, bitte. Okay, ja, manchmal ist es ein bisschen komisch, oder ich bin zu blöd, um das zu begreifen. Hab gehört, Toro Loco soll wieder antreten. Diesmal gegen einen anderen Autodor. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bereit für ein neues Abenteuer? Perfektes Timing. Wohin soll's gehen? Was sollen wir tun? Okay, jetzt können wir die beiden machen. Aha. Aber wir waren jetzt hier beim Apex, ne? Der Kolossus? Jo. Ich frag mal Alejandra, ob sie genug Fahrer findet, die einen Horizon Kolossus gegen dich fahren würden. Jonda, amigo. Das war's. Horizon Apex ist erledigt. Den Baum meine ich. Die Rennen sind nie erledigt. Okay, machen wir mal, ne? Wir könnten ja auch Mexiko machen, da... Hola, mi amigo! Haley hat mich angerufen. Bereit für den Kolossus? Kannst kaum erwarten zu sehen, wie du das Ding bezwingst. Och, Superstar. Alex ist beschäftigt, aber ich soll dir ausrichten, dass es einen klassischen Offroader in einer Scheune beim Festival gibt. In 200 Metern rechts abbiegen. Ach hier, guck mal, da ist ein... Rechts abbiegen. Ah ja, Moment. Karte. Hier ist doch ein Scheunenfund, oder? Neu, ja, da wollen wir hin, ist klar. Okay, da müssen wir rein. In den Bereich. Machen wir doch mal, ne? Hier gibt es noch EP irgendwo. Hinterm Haus. Ne? Da steht der 3000. Die wollte ich haben, die will ich haben. Gott. Route wird neu berechnet. Ja, ja. Berechne du mal neu. Wir wollen hier zu unserem Scheunenfund. Und die Frage müssen wir noch suchen, ne? Gab's hier auch eine Drohnenansicht? Wie geht denn nochmal? Drohne waren, nee. Promo, Porn hätte ich beinahe gesagt. Hier, Kampagne. Shop. Drohnenmodus, okay. Jetzt muss ich mal schauen, wie hoch und runter geht. Okay, sind wir raus im Promo-Modus. Aus dem... Wo war denn jetzt? Nee, nee, nee. Okay. Gut.
So, da ist runter. Jetzt die Frage, wie geht das hoch? Da ist nach vorne, okay. Geht also nicht mit dem... Das ist ja doof. Wie komme ich hoch, bitteschön? Hä? Weil ich möchte ja nicht unbedingt mein Gamepad anmachen, weil ich weiß nicht, ob er sich dann beißt mit dem Lenkrad. Oder warte mal, ich versuche das einfach mal. Moment, Moment. So. Die Maus, die stört mich, da die nämlich weggeht von alleine, jedenfalls nicht bei mir. So. Ich frag mich gerade, wir sind noch drinnen, ne? Okay, das geht hoch. Am Fluss. Ich könnte mir vorstellen, hier irgendwo am Fluss. Können wir noch mit der Drohne? Nein. Ehrlich jetzt, komm. Da war das. Jetzt fangen wir von hier an. Okay. Geh mal hier den Weg lang, ne? So, höher kommen wir gar nicht, schade. Hier waren wir vorhin, genau. Kommen wir auch kaputt machen mit der Drohne? Nee. Schade. Aber es wird Musik gespielt, na, ist das schön. Ja, sorry Leute, dass ich euch somit damit ein bisschen aufhalte. Aber den Schornfuhren, die sollen ja immer gut sein, habe ich irgendwie gehört. So, da ist doch Häusle, oder? Haben die nicht mehr ein gelbes Tor? Okay. Okay, die gehören nicht dazu. Sind wir denn überhaupt noch im Suchgebiet? Das ist ja die Frage. Weil ich mich selber ja nicht sehe auf dem Mini-Radar, ne? Oder? Ach doch, da, das Weiße. Terra, Augen auf. Nun trägst du schon eine Brille und nun machst du so einen Scheiß hier. So, ich glaube, ich stelle mich zu doof an dafür. Oh. Wisst ihr was? Sag mal, eine Minute gebe ich mir noch, ne? Nicht, dass wir hier umsonst hier... wollt ihr Action sehen und keine... Kein blöden Terror, der hier sich einen Wurm sucht. Wie auch das erste Mal, ne? Dass wir hier einen Schornfund machen. Außer den Käfer, den... laut Quest schon mal gemacht hatten. Okay. Ach, wisst ihr was? Wir fahren jetzt weiter. So, wieder aus. Controller nicht verbunden. Das ist schön. Ja, okay. So. Jetzt müssen wir weiter. Jetzt fahren wir weiter. Scheiß auf den Scheunenfund. Weil wir haben die Kiefer ja auch gefunden, aber haben wir noch nicht gekriegt, ne? So,
Ja, wir versuchen es jetzt schon. Nein, da will ich nicht hin. Links abbiegen. Amy Simpson hier, Horizon. Wisst ihr, gerade habe ich erfahren, dass unser UK Superstar nach Santa Maria umzieht. Lugar Tranquilo heißt dieses wunderschöne Plätzchen, das seinem Namen sicher gerecht wird. Ich bin auch ganz leise, wenn ich meine Hängematte neben deine aufhänge. Und ich bringe auch nicht zu viele Freunde mit. Nur ein paar Dutzend meiner liebsten Partyhörer. Versprochen. Den nächsten Song schön. Ja, mal ein bisschen durchschalten, ne? So. Wie geht's, Leute? Horizon Mexico geht in die Sturmsaison. Also schaut auf der Festival-Spielliste nach neuen Rennveranstaltungen, wenn ihr dabei sein wollt. Base Arena wird versuchen, alle Wetterwarnungen durchzugeben. Ziemlich sicher, es gibt ein System für die Namensvergabe, aber ich kenne es nicht. Also, der erste Sturm ist der Zyklon Scotty, der zweite der Tornado Tyler und... Ja, hoffen wir, es gibt nur zwei Stürme. So, und jetzt gibt's erstmal einen Track. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ganz schön weit weg, ne? Jetzt gerade mal irgendwie falsch. So. Aber ich glaube, ich schneide da drauf. Mal gucken. Gut gebremst, Terra. Das kannst du richtig gut bremsen. Ehrlich jetzt, komm. Könnte damit auch einen Livestream machen, ne? Bom, bom. Rein theoretisch. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, der Kolossus an Meisterschaft teilnehmen. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich da drauf schneide. Die ganze Gedöns mit der Fahrerei. Ansonsten schreibt mir da gerne mal in den Kommentaren, ob ich es rausschneiden soll oder nicht. Ne?